Frage 1. Bestimme jeden der folgenden Ausdrücke. Diese zwei Integrale und diese zwei Stammfunktionen. Frage 2. Berechne dieses Integral, wo R einen streng positiven Parameter bezeichnet, und deute dieses Integral grafisch. Beginnen wir mit 1a. Um dieses Integral zu berechnen, bestimmen wir zuerst eine Stammfunktion von Quadratwurzel von x. Quadratwurzel von x schreiben wir in diese Form, x hoch ein halbes, und Stammfunktion von x hoch ein halbes dx ergibt x hoch ein halbes plus 1 geteilt durch ein halbes plus 1. Also x hoch 3 halbe geteilt durch 3 halbe und das ergibt 2x Quadratwurzel von x geteilt durch 3. Wir lassen also diese Stammfunktion variieren von 0 bis 1. So. Das heißt, wir rechnen diese Stammfunktion zuerst bei 1 aus, das macht 2 Drittel. Dann rechnen wir diese Stammfunktion bei 0 aus, das macht 0. Und 2 Drittel minus 0, das macht 2 Drittel. Und fertig. Kommen wir zu 1b. Wir suchen dieses Integral und schreiben das Integral zuerst in gewohnter Form, denn so erkennen wir hier sofort die Ableitung von Arccosinus von x. Dieses Integral ist also die Variation von Arccosinus von x von 0 bis 1. Das heißt, wir ersetzen hier drin zuerst x durch 1, Arccosinus von 1, das macht Pi halbe. Dann ersetzen wir hier drin x durch 0, Arccosinus von 0, das macht 0, und ziehen von Pi halbe diese 0 ab, und somit finden wir Pi halbe. Zur Frage 1c, wir suchen diese Stammfunktion. Zuerst setzen wir das dx nach hinten, so steht sie in gewohnter Form. Wir erkennen jetzt sofort, dass die Ableitung von 1 minus x Quadrat minus 2x ist. Das x haben wir schon. Jetzt hätten wir hier vorne noch gerne mal minus 2. Ist nicht vorhanden, dann schreiben wir es eben hin, aber mathematisch korrekt. Das heißt, wir multiplizieren mit minus 2 und multiplizieren gleichzeitig mit minus ein halbes. So haben wir nichts geändert. Und diese multiplikative Konstante minus ein halbes fliegt dann aus dieser Stammfunktion raus. So können wir also per Substitution arbeiten, indem wir 1 minus x Quadrat u nennen. Wenn u 1 minus x Quadrat ist, dann ist du geteilt durch dx minus 2x. Also ist du minus 2x dx. Jetzt wenden wir die Substitution an. Und es bleibt zu berechnen, minus ein halbes mal Stammfunktion von. Dieses minus 2x dx wird als Paket genommen und wird zum du. Und dann haben wir hier oben mal 1 und unten die Quadratwurzel von u. 1 auf Quadratwurzel von u, das ist u hoch minus ein halbes. Und Stammfunktion von u hoch minus ein halbes, das ist u hoch minus ein halbes plus 1 geteilt durch minus ein halbes plus 1. Dieser Bruch ergibt dann sofort minus u hoch ein halbes, das heißt minus Quadratwurzel von u. Und sobald man die Stammfunktion mit u gefunden hat, ersetzt man das u durch das, was es ist, als Funktion von x. Somit finden wir minus Quadratwurzel von 1 minus x Quadrat als gefragte Stammfunktion. Auch in Übung 1d setzen wir das dx nach hinten, so, und schreiben jetzt x hoch 3 in die Form x Quadrat mal x. Warum? Weil wir hier durch Übung c sehen, dass das hier nichts anderes ist als die Ableitung von minus Quadratwurzel von 1 minus x Quadrat. Dieses Minus sehen wir als multiplikative Konstante minus 1, dürfen dann diese multiplikative Konstante minus 1 aus der Ableitung rausholen und dann sogar ganz aus dieser Stammfunktion rausholen. Somit bleibt das zu berechnen.
Diese Stammfunktion können wir jetzt partiell bestimmen, denn wir haben hier das Produkt von zwei Funktionen, von denen eine als Ableitung geschrieben ist. Also schreiben wir das Produkt dieser beiden Funktionen aber ohne Prim, so minus die Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere springt. Und x² Prim, das macht 2x. Somit bleibt das zu berechnen. Wir verteilen jetzt dieses Minus auf diese Differenz, aber auf eine spezielle Art. Wir setzen das Minus in diese Stammfunktion hinein. Warum machen wir das? Weil minus 2x genau die Ableitung von 1 minus x² ist. Also können wir diese Stammfunktion per Substitution bestimmen, indem wir sagen u gleich 1 minus x². So stoßen wir auf diese Stammfunktion, Stammfunktion von Quadratwurzel von u du, die wir aber in 1a schon bestimmt haben. Also können wir sie von daher einfach abschreiben. Jetzt, wo wir die Stammfunktion mit u gefunden haben, ersetzen wir das u durch das, was es ist, als Funktion von x. Also ersetzen wir u durch 1 minus x². Somit erhalten wir diese Stammfunktion. Wir sehen, dass wir minus diese Quadratwurzel ausklammern können. Dann tun wir das. Und zwischen Klammern machen wir diese zwei Brüche gleichnamig. Somit führt das sofort zu dieser Stammfunktion minus x² plus 2 Drittel mal die Quadratwurzel ist 1 minus x². Um Frage 2 zu beantworten, das heißt, um dieses Integral zu berechnen, bestimmen wir zuerst diese Stammfunktion und dazu wenden wir einen kleinen Trick an. Wir setzen diese Quadratwurzel auf 1 und multiplizieren diesen Bruch im Zähler sowie im Nenner mit dieser Quadratwurzel. So stoßen wir auf diese Stammfunktion und diese Stammfunktion, das ist die Stammfunktion von r² auf diese Quadratwurzel minus x² auf diese Quadratwurzel. Also haben wir hier Stammfunktion von einer Differenz, das ist die Differenz der Stammfunktionen und dieses Minus setzen wir in die zweite Stammfunktion hinein. Hier haben wir r² als r² mal 1 geschrieben und so konnten wir r² als multiplikative Konstante vor diese Stammfunktion setzen. Letztendlich bleibt also diese Stammfunktion zu berechnen und diese Stammfunktion zu berechnen. Wir werden beide separat berechnen. Beginnen wir mit dieser Stammfunktion. Diese Stammfunktion erinnert stark an Arcosinus unter der Bedingung, da vorne eine 1 zu haben. Haben wir aber nicht, hätten wir aber gerne. Und deshalb multiplizieren wir diesen Bruch oben und unten mit 1 geteilt durch r. Warum machen wir das? Weil wenn wir diesen Bruch 1 geteilt durch r unter die Wurzel setzen, dann wird er dazu 1² geteilt durch r². Also 1 auf r². Dann machen wir das. Wir setzen dieses 1 auf r unter diese Wurzel. Da wird dann der Bruch zu 1 auf r² mal r², das ergibt 1. Und hier haben wir dann 1 auf r² mal minus x², also minus x auf r im Quadrat. Jetzt haben wir diese 1, die wir wünschten für Arcosinus. Aber jetzt steht hier nicht mehr die Variable x, sondern dieser Bruch x auf r. Dann nennen wir eben diesen Bruch x auf r u und dann erhalten wir u gleich x auf r bedeutet, dass du dasselbe ist wie 1 auf r dx. Und das fällt gerade gut, denn diesen Bruch 1 auf r, den haben wir jetzt da oben. Also dieses 1 auf r dx, das wird zum du. Und hier x auf r, das haben wir u genannt. Also führt diese Stammfunktion zu dieser da. Und hier erkennen wir sie, das ist genau Arcosinus von u.
Jetzt haben wir die Stammfunktion mit u bestimmt und am Ende brauchen wir das u nur noch zu ersetzen durch das, was es ist als Funktion von x. Also finden wir hier 8 Cosinus von x geteilt durch r. Was also bedeutet, in unserer Rechnung können wir diese Stammfunktion ersetzen durch 8 Cosinus von x auf r. Ist gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch diese Stammfunktion zu berechnen und dazu schreiben wir dieses minus x Quadrat in diese Form x mal minus x. Warum machen wir das? Weil wir hier in diesem Bruch sofort die Ableitung von dieser Quadratwurzel erkennen. Und somit brauchen wir nur noch diese Stammfunktion zu bestimmen. Das machen wir partial, denn wir haben hier das Produkt von zwei Funktionen, wovon eine als Ableitung geschrieben ist. Also schreiben wir das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne das Prim und ziehen davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere springt. X Prim macht 1. Also bleibt noch 1 mal diese Quadratwurzel, das heißt diese Quadratwurzel. Somit können wir also diese Stammfunktion durch diese Differenz ersetzen, ist gemacht. Aber wir sehen, um diese Stammfunktion zu berechnen, bleibt uns nach dieser Rechnung noch dieselbe Stammfunktion zu berechnen und das sieht dann nach einem Teufelskreis aus. Wir verzweifeln aber nicht, sondern wenden einen schönen Trick an. Bisher haben wir also gefunden, dass diese Stammfunktion, die wir suchen, einer additiven Konstante nahe gleich ist zu dieser Summe minus diese Stammfunktion, die wir eigentlich suchen. Wir nehmen jetzt diese Stammfunktion mit dem Minus versehen da weg, setzen die links rüber und so wird das dazu plus dieser Stammfunktion. So haben wir also diese Stammfunktion plus dieselbe Stammfunktion auf der linken Seite von dem Zeichen und die Stammfunktion plus sie selbst, das macht zweimal diese Stammfunktion. Und jetzt brauchen wir nur noch diese zwei, die links multipliziert, rechts rüber zu setzen, wo sie alles teilen wird. Und somit finden wir dann letztendlich doch die gefragte Stammfunktion. Es ist diese Funktion. Also, um das Integral zu berechnen, lassen wir diese Stammfunktion variieren von 0 bis r. Das heißt, wir ersetzen hier drin zuerst x durch r, so erhalten wir eine Zahl. Dann ersetzen wir hier drin x durch 0, so erhalten wir eine zweite Zahl. Und wir ziehen diese zweite Zahl von der ersten ab. Machen wir das. Wir ersetzen zuerst überall x durch r. Dann haben wir hier 8 Cosinus von r geteilt durch r, das heißt 8 Cosinus von 1, also Pi halbe. So haben wir hier r Quadrat halbe mal Pi halbe. Dieser zweite Term wird durch diese Quadratwurzel 0, wenn wir x durch r ersetzen. Jetzt ersetzen wir x durch 0. 8 Cosinus von 0, das macht 0, so entfällt dieser Term. Und der zweite Bruch wird ebenfalls 0, wenn wir hier x durch 0 ersetzen. Letztendlich bleibt also nur noch übrig r Quadrat mal Pi halbe. Und somit finden wir Pi r Quadrat Viertel. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Frage. Diese Funktion Quadratwurzel von r Quadrat minus x Quadrat hat im Intervall von 0 bis r als grafische Darstellung diesen Viertelkreisbogen. Was wir also hier berechnen, das ist dieser magenta schraffierte Flächeninhalt. Und da das ein Viertel der Kreisscheibe ist, muss der Flächeninhalt ein Viertel von Pi r Quadrat sein. Das heißt Pi r Quadrat Viertel. Und es ist genau das, was wir gefunden haben. Um das gefragte Integral zu berechnen, hätte man auch anders vorgehen können, unter die Bedingung, die Integration durch Variablenwechsel zu kennen.
Wir werden hier diese Variable x ändern in x gleich r mal Sinus von Phi. So, wenn wir x gleich r sin Phi stellen, dann bedeutet das, dass Phi dasselbe sein muss wie Arcosinus von x geteilt durch r. Wenn x r sin Phi ist, bedeutet das, dass die Ableitung von dem x gegenüber dieser Variablen Phi dasselbe sein muss wie r mal Ableitung von sin Phi, das heißt cos Phi. Und daraus sehen wir, dass dx dasselbe ist wie r cos Phi d Phi. Dann nehmen wir jetzt diesen Variablenwechsel vor und stellen fest, wenn x gleich 0 ist, wenn x gleich 0 ist, dann ist Phi Arcosinus von 0, das heißt 0. Und wenn x gleich r ist, dann ist Phi Arcosinus von r geteilt durch r, also Arcosinus von 1, das heißt Pi halbe. Hier ersetzen wir also das x durch r sin Phi und dieses dx wird ersetzt durch r cos Phi d Phi, steht da. Dieses r kann als multiplikative Konstante aus diesem Integral raus und hier im Radikant können wir r Quadrat ausklammern und dieses r Quadrat kann dann aus dieser Quadratwurzel raus, wo es zum r wird. Und diese Konstante r kann auch noch aus dem Integral raus. So steht vor diesem Integral r mal r, das heißt r Quadrat. Als Radikant bleibt dann noch 1 minus sin Quadrat von Phi. Aber 1 minus sin Quadrat von Phi ist durch die Grundformel der Trigonometrie gleich cos Quadrat von Phi. Also steht hier die Quadratwurzel von cos Quadrat von Phi. Das ist der Betrag von Cosinus von Phi. Da Phi aber von 0 bis Pi halbe variiert, ist der Cosinus von Phi automatisch positiv. Und so wird der Betrag von Cos Phi zu Cos Phi. Und dieses Cos Phi multiplizieren wir mit diesem Cos Phi und stoßen so auf Cos Quadrat von Phi. Cosinus Quadrat von Phi können wir durch die entsprechende Formel von Carnot so umschreiben. Und jetzt haben wir Stammfunktion von 1 halbes plus Stammfunktion von cos 2 Phi halbe. Das führt dann sofort zu dieser gesamten Stammfunktion, die wir variieren lassen von 0 bis Pi halbe, also von 0 bis Pi halbe. Das bedeutet, wir ersetzen zuerst hier drin Phi da und da durch Pi halbe. Dann haben wir hier Pi halbe geteilt durch 2. Also Pi Viertel. Wenn Phi Pi halbe ist, dann ist 2 Phi Pi und der Sinus von Pi ist 0. Der Term entfällt also. Jetzt ersetzen wir Phi da und da durch 0, dann ergibt das sofort 0 plus 0, also auch 0. Auch dieser Term entfällt und so bleibt letztendlich übrig r Quadrat mal Pi Viertel, also das gefragte Integral ist gleich zu Pi r Quadrat Viertel.